Herzlich willkommen bei In die Ferne. Brauche ich eigentlich einen fest verbauten Tisch in meinem Camperausbau, wenn ich das Teil zum Wohnmobil umschlüsseln lassen will? Welche Gaskocher sind noch akzeptiert? Wo stellen sich TÜV und DEKRA quer? Heute soll es um alle Voraussetzungen gehen, die man erfüllen muss, wenn man seinen selbst ausgebauten Wagen als Wohnmobil zulassen will. Die Straßenverkehrsordnung fordert nur eine Schlaf- und Sitzgelegenheit, einen Tisch und einen Raum für Gepäck. TÜV und DEKRA fordern ein bisschen mehr Features, unter anderem eine Kocheinrichtung. Und was die Vorgaben von TÜV und DEKRA sind, habe ich alles rausgesucht. Und auch wo sie sich jeweils unterscheiden, je nachdem, wo in Deutschland ihr euren Wagen zulassen wollt. Alle Quellen findet ihr dazu in der Infobox verlinkt, wenn ihr da nochmal nachlesen wollt. Ansonsten gehen wir die heute einmal systematisch durch. Dieses Video dauert etwas länger, deswegen, ihr kennt das, nehmt euch einen Kaffee und einen Keks, am besten die ganze Kekspackung und macht es euch gemütlich. Also es kommt auf jeden Fall noch ein Video zu der Frage, soll ich mein Auto jetzt als PKW lassen, als LKW oder als Wohnmobil? Was lohnt sich da von Steuern und Versicherungen? Was ist da finanziell jeweils Vorteil, Nachteil oder gibt es noch andere Vor- und Nachteile? Wenn ihr das Video nicht verpassen wollt, abonniert den Kanal, denn dann kriegt ihr, wenn ihr das Glöckchen aktiviert, auf jeden Fall eine Nachricht, sobald das Video online geht. Und ansonsten, wenn wir es produziert haben, verlinke ich euch das hier oben. Punkt Nummer 1. Einstiege. Captain Obvious, alle Einstiege müssen sich gefahrlos benutzen lassen. Ich weiß nicht, was die darunter verstehen. Ah. Darf kein brennender Reifen in der Tür hängen, wenn man einsteigen will. Keine Ahnung. Die untere Trittstufe soll nicht höher als 500 mm sein, also 50 cm. Also bei den meisten Wagen gibt es, glaube ich, gar keine Trittstufen. Aber falls ihr sowas verbaut, nicht höher als 50 cm. Wenn ihr eine separate Eingangstür zu eurem Wohnmobil haben wollt, dann soll sie an der rechten Fahrzeugseite eingebaut werden. Jetzt ist die Frage, was ist die rechte Fahrzeugseite? Ist das, wenn man von vorne drauf guckt oder ist das, wenn man drin sitzt und dann denkt, das ist rechts? Ich glaube, es ist, wenn man auf dem Fahrersitz sitzt und dann rechts fühlt. So, wenn ihr jetzt irgendwie zweiflügelige Türen habt, dann muss der in Fahrtrichtung vorne liegende Teil den hinteren überlappen, vermutlich, weil sonst wegen des Winddrucks oder so eventuell, wenn mal eine aufgeht, wisst ihr Bescheid. Aber ich meine, wer baut in seinen Wagen extra irgendwelche Türen ein und auch noch zweiflügelige? Die meisten werden ja interessieren sich nur fürs Umschlüsseln. Aber falls ihr sowas baut, ne? So, wenn ihr jetzt aber keine extra Fahrertür einplanst, dann musst du wenigstens darauf achten, dass du schnell an deinen Fahrersitz kommst. Also von hinten nach vorne. Und zwar vom Wohnteil aus. Also für alle, die jetzt einen Bulli oder sowas ausbauen, ist das ja relevant. Oder die einen LKW haben, den sie ausbauen. Von hinten nach vorne kommst du ja dann eigentlich nur schnell, wenn du die Trennwand rausnimmst. Auch zu den Sitzen im Wohnteil musst du schnell und sicher von außen oder vom Fahrerhaus gelangen. Das überlasse ich jetzt mal euch, diesen Interpretationsraum. Ihr müsst die Tür auf der Seite anbringen. Wenn ihr jetzt den Sitzteil hinten anbringt, sollte zumindest hinten irgendwie eine Tür sein oder was. Ansonsten die Sitze irgendwie schnell und sicher. Ich weiß nicht, was ist denn schnell und sicher? Da braucht man eine Stoppuhr und sag mal, alles unter 10 Sekunden reicht und wenn es länger dauert, dann ist es zu lange und unsicher. Punkt Nummer 2, Sitze und Gurte. Wenn ihr jetzt in euren Wagen Sitze, Gurte und sowas selber nochmal einbaut, das kann man machen, wenn man im hinteren Wohnteil noch weitere Sitzplätze haben möchte, dann muss man dafür gewisse Nachweise erbringen. Wenn ihr dann zum TÜV fahrt, müsst ihr die vorlegen. Also, dass ihr euch da nicht eigene Gurtsysteme und so überlegt, das sollte dann klar sein. Der TÜV Rheinland weist halt nochmal darauf hin, wenn ihr Konsole oder Sitzen benutzt, dass ihr auf jeden Fall darauf achtet, dass es offiziell gültige Prüfzeichen hat. Sowas wie ABE oder Teilegutachten. Also nicht irgendwas selbst zusammengeschustertes, zusammengeschweißtes da reinbauen, sondern irgendwas, was offiziell ein Prüfzeichen enthält, dass es sicher ist. Punkt Nummer 3, Fenster. Im Wohnteil müssen mindestens zwei gegenüberliegende Fenster vorhanden sein. Also es reicht nicht ein Fenster. Ich vermute mal wegen der Belüftung. Aber da kommen wir dann gleich noch zu.
Alle Scheiben brauchen eine sogenannte Bauartgenehmigung oder ein entsprechendes Prüfzeichen. Also ihr könnt da jetzt nicht eigene Plexiglaskonstruktionen reinsetzen oder so. Punkt Nummer 4, Belüftung. Also Belüftung braucht ihr sowohl im Wohnteil als auch an der Fahrerseite, da wo der Fahrer ist. Ihr müsst darauf achten, dass ihr nicht irgendwie Abgasanlage und, aber ich glaube, das ist selbsterklärend, ne? Dass ihr jetzt hier nicht Gas, Abgase und so ein Quatsch irgendwie mit der Belüftung irgendwie verknüpft, sondern dass das auseinanderliegt und dass da nicht die belastete Luft irgendwie mit der Frischluftzufuhr zusammenkommen kann. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wann gilt denn etwas als ausreichend belüftet? Dafür gibt es eine eigene DIN-Norm, das könnt ihr dann selber nochmal nachgucken. Denkt auf jeden Fall einfach an die Belüftung und haltet die, baut die weg von Auspuff- und Abgasorten. Nummer 5, Kommunikation. Offenbar muss es eine Möglichkeit geben, zwischen Fahrer und den Leuten im Wohnbereich zu kommunizieren, wenn denn da Sitzplätze sind. Die Aufgabe kann man auch zum Beispiel über eine Gegensprechanlage lösen. Aber dann muss man gleichzeitig sprechen und hören können. Und es muss irgendwie eine Möglichkeit geben, zum Beispiel eine kleine Lampe oder so, worüber man die Funktionstüchtigkeit dieser Gegensprechanlage auch überprüfen kann und irgendwie sehen kann, dass sie funktioniert. Ansonsten lasst da keine Tür, geschlossene Tür drin oder lasst da keine Trennwand drin, dann können vorne und hinten auch kommunizieren. Punkt Nummer 6, der Boden. Das ist ganz kurz. Der Boden muss rutschfest sein. Was rutschfest ist, haben sie nicht definiert. Ich vermute mal, er darf nicht aus 15 kleinen rutschenden Teppichen bestehen, sondern muss grundsätzlich, wenn man da irgendwie rumläuft oder so, halt muss verhindern, dass man da ausrutscht. Keks. Punkt Nummer 7, Wohnen. Früher stand im Werkblatt des TÜV, dass er den Eindruck eines für Wohnzwecke geeigneten und bestimmten Raumes hervorrufen sollte. Das ist heute nicht mehr so. Dennoch sagt die DEKRA-Lösung mit Luftmatratze und so im Laderaum und Gaskartuschenkocher gehen nicht. Wenn man ein Fahrzeug als Wohnmobil eingruppieren lassen möchte, sagen wir es mal so. Bananenkisten reichen nicht, Lichterkette und Traumfänger müssen nicht sein. Sagt zumindest der TÜV Rheinland. Also er hat es nicht so ausgedrückt, aber ihr wisst, was ich meine. Dennoch sollte der Wohnbereich dafür geeignet sein, ein oder mehreren Personen den Wohnaufenthalt in eurem Wohnmobil zu ermöglichen. Punkt 8, Mobiliar. Grundsätzlich dürfen vom Mobiliar, von den Sachen im Wohnteil, die im Wohnteil verbaut sind, darf keine Gefahr für die Insassen ausgehen. Wie auch immer man das interpretieren möchte, letztendlich geht ja von allen möglichen in so einem Fahrzeug Gefahr aus. Aber sagen wir mal, dass alles gesichert sein sollte. Also wie mit der Ladung würde ich mal tippen. Wenn ihr da irgendwie Möbel reinbaut, dass die entsprechend fest eingebaut sind, dass da nicht irgendwie was lose ist, was dann nach vorne irgendwie euch den Kopf abschlagen kann und so. Ich habe meinen Camper nicht als Wohnmobil zugelassen. Das ist ein PKW, der Ladung enthält. Vielleicht, also außerdem das Messer, das ist jetzt gar nicht mehr da. Das ist unten jetzt eingeschlossen, hinter Türen, die mit 32 Kilo Magneten gesichert sind. Also nicht die Magnete wiegen nicht 32 Kilo, sondern die halten 32 Kilo, ne? Nächster Punkt. Grundsätzlich dürfen beim Bau eines Wohnmobils nur schwer entflammbare Materialien verwendet werden. Also ich weiß nicht, was unter schwer entflammbar gezählt wird. Ich würde mal denken, baut den Scheiß nicht aus Plastik. Holz brennt auch gut, aber Holz wird auch verwendet im normalen Leichtbau-Wohnmobilbau. Von daher ergibt das wenig Sinn. Wenn man es also ganz streng interpretiert, dürfte man da vermutlich, musste man alles aus Metall bauen. Aber achtet einfach drauf, dass es nicht vielleicht brennt, wenn es nur einen Funken abbekommt. Das eingebaute Mobiliar muss fest in dem Wagen verbaut sein, also darf nur unter Zuhilfenahme von Werkzeug entfernbar sein. Sterngriff und Flügelmuttern gehen nicht. Das funktioniert nur, wenn euer Wagen PKW ist und der Einbau als Ladung funktioniert, dann geht das. Aber bei der Klassifizierung als Wohnmobil muss das fest verbaut sein, also nur unter Zuhilfenahme von Werkzeug entfernbar. Einzige Ausnahme, der Tisch. Der darf auch, also der muss nicht fest verbaut sein, darf abnehmbar sein und so weiter.
Der darf sogar abklappbar und wegdrehbar sein. Bei allen Prüforganisationen wird darauf geachtet, ob die Klappen bei der Fahrt, also Klappen und Türen, geschlossen bleiben. Also das heißt, ihr müsst das entweder über Pushlock sichern oder über ausreichend starke Schnappverschlüsse, Magnetsicherung. Zur Not einfach ganz billo so einen Einhängehaken. Auf jeden Fall dürfen sie bei der Fahrt nicht einfach auffliegen. Warum, ist offensichtlich, glaube ich. Hoffe ich. Also Außenkanten von 90 Grad, zum Beispiel an Arbeitsplatten und so weiter, werden vom TÜV Nord moniert. Da ist irgendwie, ja, da muss alles abgeschrägt sein, abgerundet. Eine Abschrägung auf 2,5 mm oder die Verwendung von entsprechenden Gummilippen wird gefordert. Schauen Sie, das darf nicht so aussehen. Aber müsste, glaube ich, ungefähr so aussehen wie an der Kante da vorne. Aber mein Wagen ist ja auch kein Wohnmobil. Punkt 9. Kochen, Herd. Bisher war es so, vorhanden sein sollte. Es sollte ein fest verbauter Kocher vorhanden sein. Das konnten Elektrokocher, Gaskocher, Spirituskocher sein. Ich werde hier abgelenkt. Der konnte auch ausziehbar oder ausklappbar sein oder so. Wichtig war nur, der musste für die Verwendung in geschlossenen Räumen geeignet sein. Feuersicheres Kochen musste dann oder muss auch immer noch über so einen Hitzeschutz garantiert sein. Also, dass nicht andere Fahrzeugteile deswegen anfangen können, einfach zu brennen. Die drücken sich immer so kompliziert aus. Ne? Da hat doch keiner Bock drauf, sich durch diese Prüfblätter und Vorgabenblätter zu lesen. Drückt euch doch mal so aus, dass alle das verstehen. Mehr aktive Verben, weniger Nomen. Kurze, einfache Hauptsätze. Gaskartuschenkocher brauchen zudem eine Zündsicherung. Die Kartusche musste, wenn der Kocher fest montiert ist, rausnehmbar sein. So, jetzt hat sich das Ganze nämlich geändert. Es ist jetzt ein bisschen anders. Achtung, wichtig. DEKRA und TÜV Rheinland bestehen jetzt auf einen festen Einbau von einem Kochfeld. Also die Nummer mit rausnehmbarer Kocher und so geht nicht mehr. Beim TÜV Nord geht das noch. Die halten diese einflammigen Gaskocher mit herausnehmbarer Kartusche immer noch für möglich. Wenn der Kocher für den Betrieb einen festen Stand aufweist und eine sichere Unterbringung gewährleistet ist. Also ihr dürft ihn nicht einfach im Wald aussetzen. Für den TÜV Süd kommen auch Spirituskocher in Frage, wenn die für den Innenraum geprüft sind, für die Verwendung im Innenraum geprüft sind und fest montiert werden können irgendwie. Davon wiederum hält der TÜV Rheinland gar nichts. Also ihr merkt schon, es kommt total darauf an, bei welcher Prüforganisation ihr euren Wagen als Wohnmobil zulassen wollt. Also achtet gerade beim Kocher darauf, welche Prüforganisation akzeptiert was. Eine Alternative für Ausbauer, die jetzt keine komplette Gasanlage für so einen Kocher dann in den Wagen bauen wollen, sind diese Elektroplatten. Die gibt es bei IKEA, das machen ganz viele. Die müssen aber auch fest verbaut sein, die dürfen nicht einfach lose dann rumfliegen, je nach Prüforganisation. Und die müssen, wenn ihr zum Beispiel eine feste Kochplatte irgendwie anschraubt oder so oder das elektrisch machen wollt und das über euer Elektriksystem laufen lassen wollt, muss das den VDE-Vorschriften genügen. Was ist das hier? Verband Deutscher Elektro, bla bla bla. Habe ich euch unten noch in der Infobox verlinkt. Da gibt es dann Vorgabeblätter, was das erfüllen muss. Auf jeden Fall, dass es sicher ist und nicht abfackelt. Und wenn ihr euch da nicht sicher seid, beauftragt einfach einen Elektriker, einen Fachmann, der sich damit auskennt, das für euch zu machen. Wenn ihr solche Tipps und solche Videos hilfreich findet, dann gebt diesem Video gerne einen Daumen nach oben, denn dann wissen wir Bescheid, dass wir vielleicht einfach mehr dieser Art von Videos für euch produzieren. Punkt 10. Frisch und Abwasser. Anders als der TÜV Nord geht der TÜV Rheinland davon aus, dass irgendjemand, der kochen will, auch irgendwie mit Frisch- und Abwasser hantieren muss. Und dem ist es aber egal, ob das jetzt in fest verbauten Kanistern mitgeführt wird oder ob das lose Tanks sind, die irgendwie dann natürlich gesichert transportiert. Punkt Nummer 12, Toilette. Ich mach's kurz, eine Toilette wird nicht verlangt. Und da muss ich mal sagen, wir haben hier Vorgaben auf der Liste, über die man sich streiten kann. Aber eine Toilette wäre vielleicht eine sinnvolle Ergänzung, die man sich mal überlegen sollte, angesichts dieser vielen Platzverbote, Parkverbote, Sperrungen und so weiter. Dass wenn Leute ihr Ding als Wohnmobil zulassen wollen, dass da vielleicht irgendwie eine Möglichkeit auch drin ist, wie sie ihre Notdurft on the road
auffangen und entsorgen können. Hauptsache einen genauen Durchmesser hier für die Abrundung von Arbeitsplattenkanten vorgeben, aber kein Wort irgendwie über eine Toilette verlieren. Punkt Nummer 12, das Bett. Also, es darf auch irgendwie eine umklappbare Sitzgelegenheit sein. Hauptsache, am Ende ergibt sich eine ausreichend große Schlaf- und Liegefläche. Und eben, das ist wichtig. Warum auch immer. Vielleicht schlafe ich gerne schief. Uneben, vielleicht möchte ich, dass da Hügel drauf sind. Punkt Nummer 13, Stauraum für Gepäck. Eine Vorgabe zur Größe der Gepäckunterbringung gibt es in den Vorgaben nicht. Es gibt aber die Vorgabe, dass es irgendwie Urlaubsgepäck und so weiter, alles, was man mitschleppt. Es muss irgendwie einen Ort geben, wo das gelagert werden kann. Die üblichen Orte wie Ablagen im Pkw, Handschuhfach und so weiter, Kofferraum reichen dem TÜV, Dekra und so weiter nicht. Schrank und Stauraum muss ausreichend Platz für Kleidung und Proviant bieten. Was auch immer dann ausreichend ist. Ne? Kommt drauf an, wie viel ihr reist. Also ich vermute mal, wenn ihr nur eine Konservendose und eine Dose Kaffee unterbringen könnt, dann reicht es nicht. Für den TÜV Süd reicht ein Küchenblock mit Kasten aus. Der TÜV Rheinland ist zufrieden, wenn der Kofferraum von einem Kleinbus mit eingezogenen Böden ausgestattet ist. Punkt Nummer 14, Elektrik. Wir hatten es vorhin schon, elektrische Anlagen müssen den VDE-Vorschriften genügen. Entweder guckt ihr die nach und haltet die selber ein oder ihr beauftragt einen Fachmann, die Elektrik bei euch im Wohnmobil zu verlegen. Fest verbaute elektrische Anlagen, die dann irgendwie während des Aufenthalts im Fahrzeug oder so verwendet werden, die müssen einen Nachweis haben und zwar über die elektromagnetische Verträglichkeit, EMV. Wenn ihr Leute kennt, die entweder gerade auf der Suche sind nach einem Wagen, um den auszubauen und den dann als Wohnmobil zulassen wollen oder schon mitten im Ausbau sind, leitet denen vielleicht dieses Video weiter, wenn die nicht genau wissen, welche Vorgaben der Ausbau erfüllen muss. Das kann helfen, ein bisschen an Kopfzerbrechen zu ersparen. Hoffe ich. Punkt 15, die Heizung. Paragraph 35c der Straßenverkehrsordnung besagt, dass geschlossene Fahrzeuge über eine Heizmöglichkeit verfügen müssen. Deswegen gehen die Prüfer meistens davon aus, dass das auch für den Bereich Wohnen gilt. Möglich sind hier die Varianten Gas, Elektro oder Standheizung. Die zusätzlich eingebaute Heizung soll bauartgenehmigt sein und entsprechend der Montageanleitung verbaut werden. Ja, was denn sonst? Empfohlen wird auch hier, dass diese Arbeiten von einem Fachmann ausgeführt werden. Ob man den vorschriftsmäßigen Einbau begutachten lassen muss, steht in der Bauartgenehmigung. Lol, und noch ein kleiner Hinweis. Das Prüfzeichen muss auch nach dem Einbau gut lesbar sein. Also das ist hier das Fabrikschild mit dem Prüfzeichen. Punkt Nummer 16, Fluchtwege. Jetzt wird's richtig lustig. Um das Wohnmobil bei Gefahr sicher verlassen zu können, müssen für jede Sitzgelegenheit zwei unabhängig voneinander erreichbare Fluchtwege eingebaut sein, die jeweils auf unterschiedlichen Seiten des Fahrzeugs liegen. Notausgänge, also sowas wie Türen, und Notausstiege, sowas wie Fenster, Luken und Klappen, zählen gleichermaßen als Fluchtweg und müssen als solche gekennzeichnet sein. An dieser Stelle kann ich nur sagen, please note the nearest exit, which may be behind you. Die Türen müssen nach außen aufgehen, von beiden Seiten zu öffnen sein und eine Mindestbreite von 50 cm und eine Mindesthöhe von 1 Meter haben. Und jetzt wird das alles wieder ad absurdum geführt, denn bei Kleinbussen sind zwei voneinander unabhängige Fluchtwege unerheblich. Wieso? Weil da eh genug Öffnungen in dem Ding sind und der Raum so klein ist. Dann ist alles ein Fluchtweg oder ein Notausstieg. Es gibt in so einem Kleinbus viel zu wenig Raum. Also der Kleinbus besteht quasi nur aus Notausstiegen und Notausgängen. So würde ich das zumindest beim Kombo sehen. Also hier ist ja weniger Wand als Notausgang. Aber an diejenigen unter euch, die da Bescheid wissen, erklärt uns das mal, warum das beim Kleinbus dann anders ist. Vermutlich ist es wirklich so,
dass es sonst sehr viel Raum gibt. Und wenn du dann halt den Raum hast, dann brauchst du halt diese zwei unabhängig voneinander auf gegenüberliegenden Seiten eingebauten Fluchtwege. Punkt Nummer 17, Ersatzräder. Außen angebrachte Ersatzräder müssen durch zwei voneinander unabhängige Befestigungen gesichert sein. So, ihr fragt euch jetzt vielleicht, wie finde ich denn raus, welche Voraussetzungen ich dann jeweils mit meinem Wagen erfüllen muss? Ich hoffe auf jeden Fall, das hat euch schon mal grob den Rahmen vorgegeben, dass manche Mythen geklärt werden konnten, zum Beispiel das mit dem Kocher. Ansonsten kann ich nur sagen, es ist ein großes Problem, dass die Prüforganisationen jeweils unterschiedliche Vorgaben haben. Aber da könnt ihr auf den Webseiten nachgucken. Also ihr guckt, wo wollt ihr euren Wagen zulassen. Ist es der TÜV Rheinland, TÜV Nord, TÜV Süd, DEKRA? Und dann schaut ihr auf den Webseiten, verlinke ich euch alles in der Infobox. Und dann solltet ihr aber, weil jeder Prüfer auch nochmal einen eigenen Ermessensspielraum hat, da anrufen. Und am besten schon mit der Person versuchen zu sprechen, die dann nachher die TÜV-Prüfung oder die DEKRA-Prüfung macht und die fragen, was die sehen will. Das heißt, hier habt ihr den groben, das Video kann euch den groben vorgegebenen Rahmen geben, aber für euren Wagen absichern, direkt mit dem Prüfer sprechen. Also, was macht ihr, wenn ihr durchgefallen seid bei der TÜV-Prüfung? Mal angenommen, irgendwie habt ihr doch anders gemacht mit dem Gaskocher oder irgendwas fehlt da noch, es ist nur ein Fenster eingebaut. Fragt, wo ihr nachbessern müsst. Lasst euch vom Prüfer auf jeden Fall Feedback geben, versucht das nachzubessern und macht einen neuen Anlauf. Oder im schlimmsten Notfall, wenn ihr jetzt komplett unzufrieden seid und das Gefühl habt, die Beratung irgendwie hilft euch nicht weiter, habt da ein großes Problem oder so, kann man auch die Prüforganisation wechseln. Falls ihr jetzt schon bei der Prüfung wart und euren Wagen schon als Wohnmobil zugelassen habt oder es versucht habt, welche Erfahrungen habt ihr gesammelt? Mich würde total interessieren. Schreibt mal dazu, wo wart ihr? TÜV, DEKRA, welcher TÜV war das und wie waren eure Erfahrungen? Schreibt mir das sehr, sehr gerne mal in die Kommentare. Falls ihr gerade mitten im Ausbau seid oder die Planung gerade macht für den Ausbau, verlinke ich euch hier oben mal die ganze Playlist zu allen Ausbauvideos aus meinem Minicamper. Da könnt ihr euch inspirieren lassen, findet sicherlich noch die eine oder andere Idee hoffentlich. Und ansonsten, wenn ihr quasi Anfänger seid im Campingbereich, hier unten ist ein Video mit allen Camper-Basics, die relevant sind. Wo darf ich parken? Wie lange darf ich da stehen? Welche Wege darf ich befahren? Wie entsorge ich mein Zeug? Und ansonsten würde ich sagen, das war ein Video von In die Ferne. Mein Name ist Chanta Stauder. Der Mann hinter der Kamera ist Henning Westerkamp. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns hier nächste Woche wieder.